Hallo, meine liebe Pyro-Gemeinde, ihr Lieben. Ich begrüße euch zu diesem neuen Video. Leider ist mein Kanal nicht so bekannt wie manch anderer Pyro-YouTuber. Deswegen kann ich auch keine Livestreams machen. Aber es hat mir doch schon irgendwo so ein bisschen am Herzen gelegen, ziemlich schnell für euch eine Story zu erzählen. Aus meiner Jugend, mehr oder weniger. Und das hatte ich angekündigt in meinem letzten Video. Und zwar, es ist doch das Jahre 1997. Und zwar, wir haben früher mit 1, 2, 3, 4, mit 4 Leuten waren wir damals am 31. Dezember 1997, waren wir mit unseren Rucksäcken unterwegs. Wie das halt damals in unserer Jugend und Kindheit so üblich war. Ich war knapp 16 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Und mein Bruder war dabei und zwei Nachbarjungs, unsere Kumpels. Mein Bruder war zu dem damaligen Zeitpunkt knapp 12 und der andere Kollege war zwei Jahre jünger wie ich, also 14. Und der andere war, glaube ich, so 13. Ja, und wir sind dann halt so, ja, ich glaube, das war so 2 Kilometer von zu Hause aus gelaufen. Währenddessen natürlich immer geknallt die ganze Zeit, weil ein ganzer Rucksack voll Böller, der hat uns natürlich den ganzen Tag ausgereicht. Ne? Und damals war ja schon die Zeit, als man schon schinkenweise die Sachen günstig erwerben konnte. Die Knallware um 97 aber noch super war. Und irgendwann kamen wir dann an einem Sportgelände an. Hinter so einem Hügel war dann ein Pferdestall. Und da war halt ein Pferdestall. Und irgendwann sah ich einen Mann auf uns schneller zukommen, der lief uns hinterher. Und auf einmal fing er das Rennen an. Und da habe ich zu den Jungs gesagt, Jungs, rennt. Ne? Weil als Jugendlicher hat sie halt auch vor der Polizei Angst, auch wenn Silvester war. Wir waren ja keine 18 und nichts. Ja, und mein Bruder war der Langsamste, weil er hatte auch noch den vollsten Rucksack von uns allen. Und den hat er dann festgehalten. Die Polizei war schon gerufen worden wohl. Und ja, die kommen bei solchen Fällen natürlich raus, wenn es sich um Tiere geht oder so. Und ja, auf jeden Fall kam dann ein Sixpack-Wagen von der Polizei angefahren mit zwei mittelalten Beamten, würde ich sagen. Die waren damals bestimmt so 45 oder so. Und ja, dann mussten wir die Rucksäcke hinten auf der Rücksitzbank, haben die Schiebetüre aufgemacht. Auf der Rücksitzbank mussten wir unsere Reste, die wir noch hatten, ich hatte ungefähr von einem normalen Rucksack, sage ich jetzt mal, hatte ich jetzt noch so viel voll drin. Mein Bruder war über der Hälfte noch so und die anderen auch so ein Viertel vielleicht. Ja, und da lag die ganze Rücksitzbank voller Böller, egal welche Größe, Super 1, Super 2 bis Pyrocracker und Kanonenschläge hat man, kubische. Ja, und dann meinte der Pferdemetzger da, der da immer Heu und so mistet, also so ein Helfer, der meinte dann da abdrehen zu müssen und so. Und da haben die Bullen gesagt, ey, jetzt komm mal runter, das weiß ich noch ganz genau. Du kannst jetzt gehen, wir übernehmen das hier mit den Jungs. Ne? Ja. Und dann ja, Personalien aufgenommen. Ich hatte meinen Kinderausweis dabei, die anderen natürlich nicht, mussten aber sagen, wo sie wohnen etc. Ja, und ja, ihr werdet dann, eure Eltern werden Post kriegen. Ja, und dann sind die auch gefahren, haben sich einmal gedreht, haben oben an der Straße wieder gedreht, sind zurückgekommen. Wir waren natürlich total niedergeschlagen und ja, haben dann uns verwundert, als die Seitentür aufgezogen wurde. Und dann sagten die, Jungs, nehmt eure Sachen wieder. Ja, und ein schönes Silvester gewünscht. Moment. Zwei kubische Kanonenschläge, also zwei von den Kubanern kriegen wir. Ich habe mich total gewundert, woher, ja gut, Feuerwerk kann man ja kennen. Die brauchen wir nämlich heute Abend für irgendeine Zelle. Ey, und dann war das Gelache groß, die Freude groß, wir hatten unsere Kracher wieder. Jeder hatte, glaube ich, ein bisschen mehr von meinem Bruder noch mit in seinem Rucksack persönlich. Und dann konnten wir freudestrahlend wieder zurück, marschieren nach Hause eine halbe Stunde. Und dann war es dann auch schon, ja, Einbruch der Dunkelheit, so 16, 45, 17 Uhr, als wir dann zu Hause ankamen. Ne? Und dann war es natürlich 97 auch noch ein, ja, brachial gutes Silvester, wie es in der Jugend halt so war, mit einem Budget von, ich sag jetzt mal, 250 Mark, D-Mark noch. Und ja, das ist so das, ja, das ist so
mit einer der geilsten Erlebnisse und seitdem habe ich die Angst vor der Polizei verloren. Ne? Obwohl ich die Gesetze erst seit, ja, doch schon viele Jahre jetzt kenne, aber zum damaligen Zeitpunkt hat man ja ganz andere Horrorgedanken in jungen Jahren als Jugendlicher gehabt, also ich zumindestens. Und ja, von da an war die Angst, was Feuerwerk, Silvester unter 18 oder auch über 18 und vorher knallen etc. pp., was man ja eigentlich nicht darf, war für mich vollkommen irrelevant. Mit der heutigen Zeit wahrscheinlich auch nicht mehr so zu vergleichen wie 1997, das sind mittlerweile 25 Jahre. Und ja, das ist so die lustigste, coolste Story, so eigentlich, die ich an Silvester durchlebt habe. Und die nächste Story, also es gibt einige Stories, glaube ich, aber die nächste Story wird dann mein Unfall werden mit einem... Wo ist er? Der Thundercracker A, da hinten. Der Kanonenschlag, der Reiber, der größere. Ja, damit hatte ich mal einen krassen Unfall. Da ist die... Ja, nee, will ich jetzt nicht vorgreifen, sondern das soll eine eigene Story werden. Auf jeden Fall war ich auf einem Auge jeweils, hier 2 Zentimeter mehr zur Pupille, 2 Millimeter und hier 1 Millimeter weiter zur Pupille, wäre ich blind gewesen, ne, weil das Zeug brennt sich, die Glut mit der Pappe, die brennt sich halt rein. Ich sah aus wie ein Streuselkuchen. Und ja, aber dazu mehr in der nächsten Story, wie das gekommen ist. Es war reine Dummheit und Unwissenheit. Ja, und dazu mehr in der nächsten Story. Ihr Lieben, ich hoffe, die Story hat euch gut gefallen. Und mal gucken, wie ich den Kanal weiter ausbauen werde. Ich will euch auf jeden Fall mit Content, mit Infos etc. Füttern. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was, worüber ihr gerne was wissen wollt. Vielleicht habe ich mit meinen fast 40 Jahren jetzt, die ich jetzt leider nun mal schon werde, vielleicht irgendwelche Sachen, die ich euch von früher erzählen soll. Egal was ist, schreibt es in die Kommentare. Ich lese mir die durch und lasse mir dazu ja, irgendwas einfallen, videomäßig. Und alles, so, was ich an Infos reinkriege, werde ich hier auch auf dem Kanal öffentlich machen. Vielleicht lerne ich auch professionell mal irgendwie Videos zu machen, außer hier Handy aufstellen. Ja, ein Mikro habe ich eigentlich für das Handy, so mit Kabel und so. Aber ich bin keiner, der sich so mit Computern auskennt, Schnittprogramme etc. Das ist nicht meins. Ich bin oldschool, ich bin so, wie ich bin. Ich bleibe so, wie ich bin. Ich sag immer das, was ich denke. Und egal, wer da vor mir steht, ob das der Kanzler ist oder die Außenministerin oder wer auch immer, interessiert mich ja nicht. Ne? Also wer mich kennt, ich nehme kein Blatt vom Mund. Wenn ich eine Meinung habe, dann vertrete ich die Meinung und da führt auch kein Weg dran vorbei. Da kann von mir aus der Papst vor mir stehen oder sonst wer. Das interessiert mich ein Scheißdreck. Bis dahin wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Sonntagabend. Macht es gut, bleibt gesund und ich freue mich über einen Daumen hoch, ein Abo und wenn ihr vielleicht auch noch meine Videos teilen würdet, damit wir ein bisschen Reichweite aufbauen. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben.